Willkommen in der Sands in the Bay, heute auf dem Prüfstand der Karatomis Generation Selects War for Cybertron Exhaust. Verpackt ist die Figur in diesem braunen Karton, wie eigentlich alle Generation Selects Figuren in diesen Kartons verpackt sind. Ich mag die per se ganz gerne, aber ich finde diesen graffiti-mäßigen Autobot-Kopf hier vorne drauf, der sieht super geil aus. Ich weiß nicht genau, was das hier bedeuten soll, ob es cybertronisch ist oder irgendwas, was ich einfach nur nicht raffe. Aber ich finde den Look generell eigentlich ziemlich cool. Das Ganze ist hier verschlossen mit so einem Siegel. Das habe ich tatsächlich mal geschafft, dass das nicht kaputt gegangen ist. Ne, und nur hier kann man eigentlich erkennen, was tatsächlich drin ist. Und in der Box selber, das ist dann leider etwas lieblos für so eine Exklusivfigur bei diesen Generation Selects. Ich hätte voll gerne irgendwie Schaumstoff oder so. Das würde das Ganze noch ein bisschen aufwerten. Wir haben aber nur die übliche Tiefziehpackung. Das Ganze ist fixiert mit diesem Plastikbändchen. Und da drin haben wir dieses sehr schön designte Innenleben eigentlich. Deswegen hier schwarzer Schaumstoff, Hasbro. Schwarzer Schaumstoff. Das würde das Ganze richtig in den Himmel heben. Und dann haben wir noch die Anleitung. Die ist quasi 1:1 identisch mit den Earthrise-Anleitungen, auch vom Farbschema und so weiter. Auch wenn Earthrise hier nicht stattfindet als Linie, ist das vom Design und so weiter genau das Gleiche. Denn die Figur ist ja nun mal ein Earthrise Wheeljack Repaint. Und von daher ist das wenig verwunderlich. Dazu gibt es ja noch diesen kleinen Rush-Zettel mit diversen Warnhinweisen. Den können wir aber mal geflissentlich ignorieren. Als Zubehör bekommen wir hier diesen kleinen Blaster. Das ist der gleiche wie bei Wheeljack auch. Nur, dass man halt hier den weißen Grundkunststoff hat und das Ganze hier dann schwarz bemalt. Ich dachte erst, es wäre andersrum, aber wenn man hier reinguckt, sieht man, das ist definitiv alles der weiße Kunststoff. Das fühlt sich nicht wirklich bemalt an, oder ist das vielleicht zweigeteilt? Nee, das ist bemalt. Hier sieht man die Mallinie. Also, das ist das ganze Zubehör. Ist nicht viel dran insgesamt. Ein netter kleiner Blaster. Und den könnt ihr entweder beim Auto hier oben ins Dach stecken. Im Bottomhole könnt ihr die Waffe natürlich über diesen Pin einmal in die Hand stecken. Könnt sie aber auch alternativ über diesen kleinen Steg, den ihr an der Seite habt, auch als Schulterwaffe einsetzen. Ganz cool. Und damit sind wir schon beim Alt-Mode und der ist 1:1 der gleiche wie bei Wheeljack. Und ich fand ihn bei Wheeljack schon absolut großartig und das ist hier nicht anders. Schön flach, schön aerodynamisch, sehr, sehr cool designt, rundherum ziemlich abgeschlossen, auch hier unten drunter. Hier sieht man den Kopf, das einzige kleine Manko, alles andere finde ich echt richtig geil bei dem Ding. Richtig gut. Der einzige Grund, warum mir Exhaust nicht so gut gefällt, wie Wheeljack ist, dass einfach sein Farbschema nicht so spannend ist. Wheeljack ist halt noch mal ein bisschen bunter, ein bisschen abwechslungsreicher. Wir haben hier eigentlich nur weiß und nur rot. Und dazu kommt noch, dass ich finde, dass die Bemalung hier bei Exhaust nicht so tolle ist qualitativ. Ihr habt das Gefühl, hier da wird der rote Streifen wird hier ein bisschen heller, weil er nicht so ganz voll aufgetragen ist. Auch hier so zum Rand hin. Überhaupt sieht man hier die weißen Ränder, ne? Hier an der Scheibe zum Beispiel, hier noch voll durchgezogen, da hört es dann auf. Wenigstens ist das auf beiden Seiten gleich. Auch hier der Rand auf dem Dach, der ist nicht so super, super sauber. Also Bemalung wirkt ein bisschen hingefuscht, muss ich ehrlich sagen. Die Tempograph-Paints hier auf der Seite, die sind alle cool. Hier auch das hier sind hauptsächlich aufgedruckte Farben. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man das auf großflächigen Druck nicht so sauber machen kann. Ich weiß es nicht, aber gefällt mir definitiv nicht so gut hier. Exhaust. Haben die Exhaust falsch geschrieben? Tatsache. Exhaust. Exhaust. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein muss. Oder was. Da kann ja vielleicht die Kommentarsektion mir gerade mal ein bisschen aus der Patsche helfen. Aber jetzt auf dem ersten Schritt würde ich sagen, da hat sich einer voll vertippt. Das wäre ja bitter. Ich lasse es mal wertneutral. Ist auf jeden Fall eine Aufwendigkeit. Sehr, 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 sehr seltsam. Ansonsten geiler Alt-Move. Was noch zu erwähnen ist, ist sicherlich dieses Symbol hier. Das ist die, glaube ich, zumindest neue Fraktion der Mercenaries, also eine Söldnertruppe, die man, glaube ich, jetzt im Rahmen von Earthrise das erste Mal überhaupt irgendwie sieht. Mir zumindest kommt das Symbol das erste Mal unter. Ich weiß ja nicht, welchen Fiktionshintergrund das Ganze haben wird. Ich nehme an, dass man es im Rahmen der Netflix-Serie dann irgendwo unterbringen wird. Bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. So sieht auf jeden Fall das Logo aus. Finde ich ganz nice. Irgendwie ein bisschen autobottig, aber halt auch ne, durch die Spitze zulaufen, aber irgendwie Decepticon, also schön in der Mitte. Das gefällt mir ganz gut. Ansonsten, Weltklasse Alt-Mode rollt auf Plastikreifen, auf dem Holzbrett nicht ganz so gut, aber auch schon relativ und insgesamt einfach ein schnittiges Teil. Und wer eine Idee von der Größe braucht, hier habt ihr einmal Masterpiece Prowl. Die Verwandlung beginnt hier an der Seite, indem ihr die Arme links und rechts aus der Verankerung löst, sie hier ebenfalls aus der Rückseite rausklippt, auf diesem Doppelarm nach unten bringt und dann die Arme einmal hier nach vorne dreht und die Faust entsprechend zurück, sodass die Arme schon mal ihre richtige Ausrichtung haben. Dann löst ihr das Dach hier so ein bisschen aus dem vorderen Teil des Fahrzeugs raus, trennt die Beine in der Mitte und zieht sie jetzt hier nach außen. Die Scheiben dreht ihr hier auf diesem Gelenk ungefähr 90 Grad nach unten und schafft dadurch Freiraum, dass ihr das Bein wirklich voll runterziehen könnt. Ich glaube, da gab es auch einen Arretierungsstift. Genau dieser hier. Da seht ihr hier so eine kleine Lücke.
Und da innen drin ist der dazu passende Pin. Und dann finden die Beine auch ihren Platz. Die Füße zieht er einfach nach unten und klappt sie hier nach vorne. Den Torso dreht er dann einmal hier um 180 Grad rum. Den Kopf bringt ihr hier nach draußen und klippt ihn hier hinten entsprechend ein. Diese Scheibe bringt ihr auf diesen Doppelarm nach oben, arretiert sie hier in der Mitte, klappt die Arme noch nach unten und dann seid ihr noch nicht ganz fertig, denn ihr müsst natürlich hier noch die Spoiler rausdrehen und dann seid ihr aber wirklich und endgültig durch. Und da haben wir Exhaust im Robotermodus und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Er ist auch hier natürlich 1:1 Wheeljack. Das Einzige, was Neues ist der Kopf und der ist großartig. Wir haben wunderschöne Liniendetails erstmal auf dem Kopf selber rundherum, auf der Stirn hier und dann diesen saugeilen Visor. Der sieht schon cool aus. Also ist schon ein recht ikonisches Design, wobei es meine erste Exhaust-Figur tatsächlich ist. Ist mir bisher immer entsprungen, dieser Charakter. Ich habe auch keinen Bezug dazu, weil ich kenne fiktionstechnisch quasi keinen Hintergrund. Aber schön silber bemalt das Ganze und dabei kommt das ziemlich cool. Alles andere kennen wir im Prinzip von Wheeljack designtechnisch. Wer das aber nicht gesehen hat, wir gehen es nochmal ganz kurz durch. Wir haben wenig bis gar keine Hohlräume. Einzige Ausnahme ist hier so ein bisschen halt das Bein in der Mitte. Oder beziehungsweise hier unten. Das ist nicht ganz so hübsch. Alles andere sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das Backpack ist zwar präsent und sehr quadratisch von hinten, aber immerhin ist es schön flach und komprimiert. Die Flügel hier so als kleines Accessoire oder kleiner Akzent, finde ich, ist ganz nett. Und so, denke ich, ist die Figur als Roboter definitiv cool. Ich mag den Old Mode lieber, aber funktioniert definitiv. In Sachen Beweglichkeit haben wir den Kopf auf einem Kugelgelenk. Kleines bisschen nach unten, kleines bisschen nach oben. Bewegt nicht die Welt, aber immerhin. Ihr könnt ihn ein bisschen neigen, ist hier durch die Kopfform etwas eingeschränkt, aber ja, ich denke mal so, den ein oder anderen aussagekräftigen Blick kriegt man damit schon hin. Und rotieren könnt ihr ihn um so 360 Grad sowieso. Dann haben wir die Schultern. Erstmal 90 Grad auf dem einfachen Gelenk nach draußen. Dann haben wir zusätzlich hier das Transformationsgelenk. Dadurch kriegt ihr den Arm maximal nach oben. Sehr, sehr schön. Rundherum 360 Grad. Im Prinzip auch kein Thema. Hier hinten bleibt es ein bisschen an der Platte hängen, aber ne. Gerade hoch, gerade runter ist das, was man braucht. Dann haben wir hier den Oberarm, der rotiert 90 Grad nach außen, 90 Grad nach innen. Dann bleibt es hier hängen, aber ich denke, das ist absolut ausreichend. Wir haben 90 Grad am Ellenbogen, einfaches Gelenk. Und wir haben eine Hand, die man transformationsbedingt zwar nur rotieren kann, aber ist ja egal. Eine Rotation ist eine Rotation. Die Hüfte rotiert um 360 Grad ohne Probleme. Eine separate Rumpfbeuge oder ähnliches gibt es keine. Die Beine sitzen hier auf einem Universalgelenk nach vorne, top toleriert nach hinten. Ebenso gut toleriert, volle Reichweiten in alle Richtungen. Das ist ein bisschen nervig, weil dieser Arretierungspin das Ganze nicht wirklich arretiert. Er bringt es so grob in die richtige Position, aber es steckt da nicht wirklich gut zusammen. Passiert öfter mal, dass man das aus Versehen macht. Volles Bild, wie gesagt, kein Thema. Der Oberschenkel rotiert hier an diesem Pilzkopfgelenk um das Gelenk selber drumherum. Auch hier, ne, gucken. Ja, das ist relativ fest. Manchmal haben diese Pilzkopfgelenke so die Tendenz, dass man die rausdreht. Hier funktioniert das aber ehrlich gesagt ziemlich gut. Dann haben wir ein einfaches Gelenk fürs Knie. Und ein bisschen Design hier vorne, 90 Grad, wunderbar. Und der Fuß geht erstmal, ne, wir haben hier diesen kleinen Arm, auf dem das Ganze sitzt, diese Armatur. Geht ein kleines bisschen nach oben, wäre mehr schön gewesen. Nach unten ist überhaupt gar kein Problem. Und ausstellen auch so weit, wie man sich das nur wünschen kann. Also Beweglichkeit ist bei Exhaust definitiv vorhanden und auch fast perfekt. Gewogen und gemessen kommt die Figur von Kopf bis Fuß auf knapp 13 cm und 77 Gramm. Diese Vergleiche haben wir ja beim Earthrise Wheeljack Review schon einige gehabt. Ich wollte ihn hier aber trotzdem nochmal zeigen mit dem Masterpiece Wheeljack, weil ich ihn doch schon finde. Der Masterpiece Wheeljack ist ein relativ alter Masterpiece Mold, definitiv aber auch einer der besten und auch einer der zeitlosesten, wie ich finde. Aber die Earthrise Molds sind schon relativ nah dran, was die Transformationen und vor allem was ja, ich sag mal, die Abgeschlossenheit in den Modi angeht, die Beweglichkeit angeht und so weiter, ist Earthrise ist schon so ein bisschen Mini-Masterpiece, muss man schon sagen. Ist noch lange nicht auf dem Niveau, aber die Richtung ist schon klar und die zwei sehen zusammen auch tatsächlich ganz nice aus. Fazit, im Westen nichts Neues, es ist die gleiche Figur wie Wheeljack und trotzdem kann ich nicht die gleichen Punkte geben. Es gibt zwei Punkte, wo ich etwas abziehen muss. Das eine ist die Bemalung, die ist mir einfach zu unsauber und auch zu unspektakulär insgesamt. Das ist ein bisschen schade und das andere ist logischerweise der Preis. Wir haben hier wieder ein Generations Selects Modell, das heißt wieder irgendwie exklusiv. Für den deutschen Sammler zwar erreichbar, aber definitiv nicht zu dem Kurs, wie man einen Earthrise Wheeljack zum Beispiel im normalen Einzelhandel kaufen kann. Deswegen kann ich da nicht ganz das gleiche Niveau haben. Alles andere ist absolut auf dem gleichen Level wie Wheeljack. Eine tolle Figur mit vor allem einem super geilen Old Mode, wie ich finde, und auch einem amtlichen Robotermodus. Wenn man einen Exhaust möchte und nicht das Geld für ein Masterpiece ausgeben will, da kann man hier sicherlich zuschlagen. Es ist alles in allem aber, sag ich mal, eher eine Nischenfigur. Ob man die jetzt zwingend
braucht, sei dahingestellt. Ich brauche sie sicherlich nicht. Gut ist sie aber allemal. Soweit mein Video-Review zum Generation Select Exhaust. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.